Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ziemlich verschneit hier bei uns in Horb. Ich nehme an, bei euch in München sieht es ähnlich aus, oder? Das ist ziemlich ähnlich, ja. Da ist einfach, endlich mal Winter. Ja. Das soll sich ja gar nicht beschweren. Das haben wir jahrelang nicht gehabt. Jetzt beschweren wir uns, dass Winter ist. Ja. Gut, und von den winterlichen Gefilden gehen wir mal in das Thema Kreuzfahrt. Das ist ja unser Thema hier. Und da gibt es ein paar Nachrichten, die wir Ihnen näher bringen möchten. Ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel von TUI Cruises. Denn TUI Cruises untersucht die Lebensmittelabfälle. Franz, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich gegessen habe, kommt dann der Kellner und mit der Lupe und guckt genau nach, was ich da übrig gelassen habe. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, ganz so tief bin ich in dem Projekt natürlich nicht drin, dass ich weiß, wie sie das genau vor Ort machen. Aber die Idee als solche ist klasse. TUI Cruises hat sich zusammengetan mit einer Organisation, die heißt United Against Waste, einem deutschen eingetragenen Verein, die sich eben, wie der Name schon sagt, darauf verschrieben haben, zu erreichen, dass weniger Abfall entsteht. Und Lebensmittelabfälle sind ja jetzt nur die Dinge, wo man jetzt auch moralisch man sagt, man sollte vielleicht so ein bisschen aufpassen, nicht verhungern Menschen und wir haben es im Überfluss und schmeißen dann auch noch viele gute Sachen weg. Also insofern finde ich es ein sehr, sehr spannendes Projekt, einfach mal auf den Schiffen zu gucken, wo entsteht oder wo und warum entsteht Lebensmittelabfälle und an welchen Stellen kann man vielleicht durch veränderte Abläufe, durch kleinere Teller, durch was für Maßnahmen auch immer, genau das will TUI Cruises herausfinden, durch welche Maßnahmen auch immer, kann ich die Menge der Lebensmittelabfälle reduzieren. Und das ist ein Projekt, was TUI Cruises jetzt anstößt und auf den Schiffen anfängt zu untersuchen, um eben rauszufinden, wo entsteht Lebensmittelabfall und wie kann man den möglicherweise vermeiden, sprich wo entsteht unnötig viel Abfall. Und das ist jetzt erstmal der Plan. Lebensmittelabfälle? Ja, Lebensmittelabfälle sind ja sowieso ein Problem für die Reedereien, weil man den ja nicht einfach so entsorgen kann. Naja, ja, also im Prinzip dürfte man sogar, glaube ich, einfach über Bord werfen, aber das macht selbstverständlich niemand mehr heutzutage. Es wird sehr viel getrocknet und in den Verbrennungsanlagen an Bord verbrannt. Aber das ist ja nur die eine Seite, wie wird man den Abfall los? Die andere Seite ist ja am besten einfach gar keine Lebensmittel wegzuschmeißen, unabhängig davon, wie man sie los wird. Aber tatsächlich ist das Loswerden an Bord auch noch so ein Problem. Man könnte jetzt sagen, wenn ein Schiff in Hamburg einläuft, in Hamburg gibt es tolle Organisationen wie die Tafeln, die Obdachlose oder Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen, die abgelaufen sind. Das findet an Land ja statt. Sehr viele Supermärkte geben ihre abgelaufenen Lebensmittel dorthin. Schiffe dürfen das nicht machen. Das ist so ein bisschen absurd. Das hat viel mit Gesetzgebung zu tun. Dass Lebensmittel, die aus dem Ausland quasi eingeführt werden, wenn sie per Schiff kommen, egal ob das Schiff nur tatsächlich im EU-Ausland war oder nicht, aber fährt unter internationaler Flagge und also dürfen einfach an Land nicht einfach so ausgeladen und zur Tafel gebracht werden, sondern diese Abfälle müssten tatsächlich als Sondermüll entsorgt werden an Land. Eine ziemlich absurde Situation, juristisch, aber daran sind die Reedereien natürlich gebunden und können auf die Weise ihre Lebensmittel nicht verwerten. Und insofern ja, ist auch unter dem Aspekt das sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, wie vermeiden wir den Abfall. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist leider ein etwas trauriges Thema. Es gab ja in Fort Lauderdale einen Anschlag. Da hat ein Ex-Soldat mehrere Menschen ja regelrecht hingerichtet. Es gab 5 Tote. Und Franz, warum sprechen wir darüber? Ganz einfach, weil 4 der 5 Toten waren Kreuzfahrpassagiere, ne? Ja, leider. Also in der Zahl der leider vielen, vielen Anschläge der letzten Wochen ist der beinahe so ein bisschen untergegangen in der Wahrnehmung. Das war am 6. Januar in Fort Lauderdale am internationalen Flughafen, am nationalen Terminal eigentlich, im Ankunftsbereich, also im Bereich der Kofferbänder, wo das passiert ist. Und es sind tatsächlich 5 Tote, ich glaube es sind 16 Verletzte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Und Fort Lauderdale am Wochenende bedeutet natürlich, dort sind sehr, sehr viele Kreuzfahrtpassagiere unterwegs. Fort Lauderdale hat ja, ja, gerade jetzt im Winter, haben die gleich mal 20.000 Kreuzfahrtpassagiere an einem Tag dort, die durch den Kreuzfahrthafen von Fort Lauderdale geschleust werden. Und dann kommen natürlich auch viele an dem internationalen Flughafen dort an. Und insofern hat es leider und traurigerweise tatsächlich bei dem Anschlag dann auch 5 Kreuzfahrtpassagiere erwischt. Jetzt muss man sagen, es waren alles Amerikaner. Es war das nationale Terminal, muss aber auf der anderen Seite auch bedenken, das nationale Terminal ist trotzdem, könnte auch Deutsche betreffen, weil natürlich, wenn jemand zum Beispiel mit Delta Airlines in die USA fliegt, dann fliegt er über Atlanta, steigt dort in nationale Maschine um und kommt dann eben auch an diesem nationalen Terminal in Fort Lauderdale an. Also leider eine sehr, 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 sehr reale Bedrohung, die da existiert hat und zeigt für mich so ein bisschen, ja, dass man eigentlich fast nirgendwo mehr sicher heutzutage ist. Das ist sehr, sehr traurig. Was kann einen eben leider auch in den USA erwischen. Das, was ich finde, was eigentlich fatal ist, und deswegen kann einem das in Europa zumindest sowas weniger passieren, ist die Tatsache, dass man, dass der Mann wirklich im Flughafen selbst sowohl eine Waffe als auch Munition dazu hatte. Denn das ist in den USA, ist der Transport von Waffen im aufgegebenen Gepäck und auch von Munition wesentlich leichter machbar als in Europa. Das heißt, er hat tatsächlich ja seine Waffe und seine Munition im aufgegebenen Gepäck gehabt, hat das vom Gepäckband genommen, auf der Toilette die Waffe geladen und ist dann wieder zurückgegangen. Das ist in Europa weniger denkbar, aber jetzt auch nicht vollkommen ausgeschlossen, weil auch in Europa kann ich durchaus im versiegelten Koffer zum Beispiel Waffen mitnehmen. Allerdings wird dann von Sicherheitsbeamten den Menschen das übergeben. Also es ist wesentlich, wesentlich strenger reguliert, als das in den USA der Fall ist. Gut, kommen wir jetzt zu deutlich erfreulicheren Themen. Wir kommen mal zu AIDA, da gibt es gleich zwei Nachrichten. Eine wirklich gute, nämlich die AIDA Perla, das nächste Schiff, kommt nicht nur pünktlich, sondern überpünktlich, also schneller als gedacht. Das hat mich dann doch sehr erstaunt. Franz, woran liegt das? Ich glaube, du hast gerade schon wieder den Gast, die Zuschauer, ja, die uns per YouTube sehen, dein Sohn steht neben dir. Ja, also ausführlich wollen wir über Kreuzfahrtschiff-Neubauten in der nächsten Folge dann noch sprechen, in 2 Wochen. Aber es ist tatsächlich spannend, die AIDA Perla hat ja so, ähnlich wie die AIDA Prima, eine lange und schwierige Geschichte hinter sich, was Ablieferungstermin angeht. Ist ja bei Mitsubishi Heavy Industries in Japan gebaut oder wird da noch gebaut. Und da gab es ja immer wieder Verschiebungen, Verzögerungen und Terminveränderungen. Ursprünglich war die AIDA Perla also, müsste sie sowieso schon längst fahren, aber jetzt der letzte Stand der Dinge war eigentlich, dass sie im Anfang September tatsächlich in Dienst geht im Mittelmeer. Jetzt ist klar, sie kommt tatsächlich 2 Monate früher, das im Juli 2017 ab Palma de Mallorca fahren und ab Barcelona, das sind die 2 Zusteigehäfen und schauen wir mal. Ja, und die zweite Nachricht von AIDA, die auch schön ist, nämlich Starbucks kommt auf die AIDA Prima, wobei Starbucks, ja, habe ich Starbucks gesagt. Ich gesagt, was hat er denn jetzt? Starbucks natürlich. Starbucks kommt auf die AIDA, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr begeistert bin ich auch nicht, weil ich finde die ziemlich teuer. Also ich kenne die auch vor allem aus China, wo die auch überall sind. Starbucks ist in China zum Beispiel sehr beliebt. In Deutschland natürlich auch, in Stuttgart gibt es auch einen Starbucks. Ich gehe da eigentlich relativ selten rein. Ich mag zwar die Atmosphäre da drin, aber ich finde die echt teuer. Ja, also ich bin jetzt kein so übermäßiger Kaffeetrinker. Ich trinke ab und zu mal irgendwo einen guten italienischen Cappuccino. Ansonsten ist Kaffee eher nicht so meine Welt. Ich trinke lieber Tee. Ja, ich trinke halt eine heiße Schokolade. Ich trinke auch und der Kaffee. Tee, den Starbucks verkauft, ist ein guter Tee, aber er ist natürlich noch teurer als der Kaffee. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht so das Ding. Aber Starbucks ist einfach sehr, sehr beliebt. Und du hast recht, die Atmosphäre bei Starbucks ist sehr schön, ist sehr angenehm. Die haben so ein bisschen dieses
Ja, die Kaffeewelt weltweit, also mein, wenn man mal Österreich ausklammert, die schon immer eine tolle Kaffeehauskultur hatten und ein paar andere Länder, aber die haben so ein bisschen diese Kaffeehauskultur in die Welt getragen, dieses dieses offene, ich setze mich dort mit auf kostenloses WLAN, ich setze mich dort mit dem Laptop rein und hole mir den Kaffee oder einen Tee in meinem Fall und vielleicht noch einen Muffin dazu und setze mich da einfach mal hin und arbeite mal eine Stunde, ich treffe mich mit Freunden oder mit Kollegen, um was zu besprechen, also das ist natürlich schon eine schöne Atmosphäre und was Starbucks tatsächlich, das klingt so ein bisschen pathetisch, für die Welt geleistet hat. Also so ein bisschen Kaffeehauskultur in die Welt getragen, das glaube ich, kann man Starbucks zugute halten und deswegen sind sie wahrscheinlich auch so beliebt, weil die Leute das mögen und ich mag das auch. Und ja, jetzt hat AIDA Cruises beschlossen, wir holen uns Starbucks an Bord. Das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Idee in der Kreuzfahrt, denn bei Royal Caribbean auf den Oasis-Class-Schiffen gibt es schon eine Weile. Aber auch da funktioniert es gut. Auch dort hat Royal Caribbean das Ganze ja ausgebaut, von ursprünglich auf der Royal Promenade auf der Oasis oder auf der Lure, ich weiß gar nicht, wo sie es angefangen haben. Und haben es inzwischen ja verlegt auf den Boardwalk, wo es ein richtig eigener Starbucks-Laden ist, also mit der vollen Karte und so ein bisschen diese Atmosphäre, die Starbucks auch bietet. Und das macht AIDA jetzt auch. Und insofern erstmal Starbucks auf einem deutschen Schiff, auch was Schönes. Bin ich mal gespannt, wie das bei den Leuten ankommt, wobei ich habe da eigentlich relativ wenig Bedenken. Und die Preise werden wahrscheinlich wie an Land sein, ne? Oder kann man da auch wieder mit Getränkepaketen arbeiten? Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes als eine Franchise-Location von Starbucks an Bord der Schiffe. Und Starbucks wird da auch sehr genau darauf achten, dass natürlich da kein Preisdumping aus deren Sicht an Bord der Schiffe stattfindet. Nein, ich gehe davon aus, dass es ein ganz normaler Starbucks-Laden mit den ganz normalen Preisen sein wird. Da wird nichts anders sein und Getränkepaketemäßig ist bei AIDA eher nicht so intensiv. Insofern wird das so sein wie an Land auch, sehe ich jetzt mal so. So, bevor wir zu unserem heutigen großen Thema kommen, möchte ich noch auf eine Hörerfrage zu sprechen kommen. Sie wissen ja, Sie können in Kommentaren oder auch per E-Mail uns Fragen stellen, die wir dann auch gerne beantworten, wenn wir es können. Und der Markus hat uns geschrieben, und zwar schreibt er, wie sieht es momentan aus mit den Neubauten des Kreuzfahrtterminals in London? Habe lange darüber nichts mehr gehört. Mich würde mal interessieren, ob auch unsere deutschen Schiffe AIDA und mein Schiff planen, diesen Hafen anzufahren. Gruß und macht weiter so, Absender der Markus. Also, Kreuzfahrtterminal London, was gibt's da Neues, Franz? Um ehrlich zu sein, mir geht's da so ein bisschen wie Markus. Ich habe lange davon nichts gehört und habe auch mit Recherchen jetzt nicht viel rausfinden können. Zusätzliches als außer dem letzten Stand von vor etwa einem Jahr. Also geplant ist in Greenwich, also einem Vorort von London, ein neues Kreuzfahrtterminal. Da gibt es ja jetzt auch schon eine kleine Kreuzfahrtanlage, aber ein neues Kreuzfahrtterminal zu bauen, wo auch relativ große Schiffe, also relativ muss man sagen, relativ große Schiffe anlegen können, nämlich bis zu einer Länge von etwa 230 Metern, Passagierkapazität 1600 Passagiere. Also es sind aus heutiger Sicht keine großen Schiffe mehr, aber doch vergleichsweise groß dafür, dass die Schiffe ja die ganze Themse hochfahren und dann bis fast zur Londoner Innenstadt fahren können. Das sind ja nicht nur noch wenige Kilometer weiter dann. Die Limitierung 130 Meter liegt vor allem an der Themse selber. Es gibt da nämlich tatsächlich Tilbury, ist so ein Hafen, den man noch mit etwas größeren Schiffen anlaufen kann an der Themse. Danach gibt es so zwei, drei Stellen, ja, ich glaube, wo die Biegungen sehr eng sind, wo die Fahrrinne schmal ist, also wo jedenfalls längere Schiffe schlicht und einfach die Themse nicht mehr hochkommen. Ansonsten könnte man theoretisch in Greenwich auch größere Schiffe abfertigen, aber die kommen einfach die Themse nicht hoch. Und insofern ist die Limitierung da bei 230 Metern. Was dann auch schon die Frage mit AIDA und TUI Cruises so ein bisschen beantwortet. TUI Cruises Schiffe sind allesamt größer, also auch die Mein Schiff 1 und 2 sind länger, können also dort auf keinen Fall hinfahren. Bei AIDA wäre jetzt theoretisch der AIDA Cara, die Vita und die Aura von der Schiffsgröße her so, dass sie dort hinfahren könnten. Ich habe aber jetzt auch bei AIDA nicht gesehen, dass irgendwelche Anläufe tatsächlich an dem neuen Greenwich Terminal vorgesehen sind. Ich habe auch der Hafenbehörde von London eine Mail geschrieben mit der Frage, wie denn der Stand der Dinge das beim Kreuzfahrtterminal ist. Ich habe leider keine Antwort bekommen. Also der letzte Stand, auch
aus den News, die man so lesen kann, ist, dass es zuletzt heftige Streits gab in Richtung Umweltschutz. Ne? Die Leute, die in Greenwich wohnen, fanden es nicht so lustig, dass da größere Schiffe dann anlegen und ihre Abgase in die Luft blasen. Da gab es Prozesse, die aber die Anwohner verloren haben. Also die Planer, die Stadt, die das Ganze baut, hat den Prozess gewonnen und dürften also bauen. Ich habe aber keinerlei Informationen dazu gefunden, wie weit der Bau eigentlich fortgeschritten ist, ob er überhaupt schon angefangen hat und wann das Terminal eröffnet werden soll. Eigentlich sollte es 2017 in Betrieb gehen. Ich spekuliere aber jetzt mal und behaupte, das wird vermutlich nicht stattfinden, denn sonst hätte man was gehört dazu. Mehr ist im Moment zu dem Thema leider nicht rauszufinden, außer man fliegt mal hin und guckt nach. Wer da dort ist, bitte gerne mal gucken und fragen, uns Bescheid sagen, aber mehr ist im Moment dazu leider nicht zu finden. Wenn ich dazu noch was rausfinde, dann berichte ich natürlich in der nächsten Sendung, in der nächsten Folge darüber. So, bevor wir wirklich zu unserem großen Thema kommen, habe ich noch ein kleines Thema, das hätte ich fast vergessen. Und zwar haben wir folgendes, nicht Problem, aber folgende Frage. Wir sind sehr, sehr neugierig. Und zwar ist uns was ganz Seltsames passiert. Wir haben ja unsere Hörerzahlen stets im Blick und am 13. Dezember sind unsere Hörerzahlen so dermaßen durch die Decke gegangen und auch danach haben wir ganz, ganz, ganz viele Downloads bekommen. Wir vermuten, dass irgendeine Webseite oder eine Zeitschrift oder ich weiß nicht was auf uns hingewiesen haben, aber wir haben recherchiert und gesucht, wir haben keinen blassen Schimmer. Also, wenn Sie am 13. Dezember oder in den letzten Wochen neu zu uns gestoßen sind und da auf irgendeinem Medium auf uns aufmerksam gemacht worden sind, dann schreiben Sie es doch mal bitte in die Kommentare. Wir würden einfach gerne mal wissen, wer hat da auf uns hingewiesen, weil wir vermuten nämlich, dass irgendjemand auf uns hingewiesen hat, weil anders können wir uns die Hörerzahlen nicht erklären, weil die wirklich so dermaßen durch die Decke gegangen sind, was uns natürlich freut. Aber wir würden auch schon ganz gerne wissen, woran liegt's? Ja? Also, wenn Sie es wissen, weil Sie eben jemand sind, der eben auch neu dazu gestoßen ist und vielleicht irgendwo irgendwas über uns gelesen haben, dann schreiben Sie es doch bitte in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. So. Ja, Neugier ist einfach eine der stärksten Emotionen, die Menschen so haben. Und insofern treibt uns das schon ziemlich um. Ja, aber es ist ja positive Neugier. Wir freuen uns natürlich sehr über die vielen neuen Hörer. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin. Und wie gesagt, wir sind neugierig. Sagen Sie es uns. Oder vielleicht haben plötzlich ganz viele Menschen entschieden, wir wollen jetzt unbedingt diesen Podcast hören. Kann ja auch aber sein. Alle gleichzeitig schon. Und alle am 13. Dezember. Ja. Das ist schon eigenartig. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zu unserem großen Thema, nämlich MSC. Du hast ja letztes Mal schon berichtet über MSC, weil du im arabischen Raum unterwegs warst mit der Fantasia und du hast uns da ganze Menge über die Reise erzählt. Wer es nochmal nachhören möchte, die letzte Folge war das. Wir wollen heute mal weniger über das Schiff und weniger über die Reise selber sprechen, aber mehr so über MSC an sich. Denn da hat sich doch einiges getan, seit du das letzte Mal mit MSC gereist bist. Zum Beispiel hast du ja logischerweise das eine oder andere Mal auf dem Schiff gegessen. Und da ist dir etwas, kommt man nicht drum rum, ne? Und da ist dir durchaus was aufgefallen und zwar positiv. Ja, also das ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, ein Trend, den man in der ganzen Kreuzfahrt beobachtet. Aber bei MSC fällt es mir in den letzten Jahren ganz besonders auf, dass da eine sehr, sehr positive Entwicklung ist, was die Qualität, des Essens angeht. Und viele Hörer, die sicher vor vielleicht 3, 4, 5 Jahren, 6 Jahren mit MSC gefahren sind, die können sich auch noch erinnern, dass das Essen dort schon immer okay war. Ne? Man muss auch sagen, MSC ist jetzt keine Reederei, die mit Tagespreisen von 3, 4, 500 Euro agiert, sondern preislich ja eher im unteren Bereich sich bewegt, sodass man jetzt eher auf Preis-Leistungs-Verhältnis, also auf die absolute Qualität des Essens gucken sollte. Und auch da war das Preis-Leistungs-Verhältnis schon immer relativ gut. Aber es war schon oft so, dass das Essen gesagt hat, okay, es ist anständige Hausmannskost, es schmeckt schon irgendwie, aber es begeistert einen jetzt nicht so richtig. Aber das ist ein paar Jahre her. Und seitdem hat sich erstaunlich viel getan. Und MSC hat da enorm aufgeholt. Und das ist mir gerade bei der Reise jetzt auch wieder sehr, sehr aufgefallen, dass man wirklich, gut, es war jetzt auch ein bisschen eine besondere Reise, muss man auch sagen, es war über Weihnachten und Silvester. Aber wir hatten eben im normalen Hauptrestaurant, hatten wir am Weihnachtsabend, also am 25. Abends, hatten wir im normalen Hauptrestaurant Hummer.
Und der war auch noch gut. Also der war jetzt nicht so ein Gummienten-Billighummer, sondern es war ein sehr, 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 sehr feiner, sehr, sehr gut gekochter Hummer, der einfach lecker war. Das so als symptomatisch, als Beispiel dafür. Ne? Auch ein Risotto. Die ganze Branche hat sich eigentlich immer lustig gemacht über Douglas Ward, also der große britische Kreuzfahrt-Tester und Guru mit seinem Berlitz-Guide, der schon vor vielen Jahren das Risotto bei MSC als das beste Risotto, das er je gegessen hat oder irgendwie so ähnlich gekennzeichnet. Und das war damals nun wirklich nicht so. Es war ein ganz passables Risotto, aber es war nicht so der große Brüller. Und das war immer so ein bisschen dubios, warum Douglas Ward das so toll fand. Vielleicht hat er immer nur im Yachtclub Spezialitätenrestaurant gegessen. Aber inzwischen ist wirklich auch das Risotto, was ich im Hauptrestaurant kriege, ist so gut, dass ich wirklich während der Reise, ich habe 3 oder 4 Mal Risotto bestellt, weil es ist einfach perfekt. Es ist wirklich auf den Punkt. Es ist ein richtig tolles italienisches Risotto, so wie man sich das vorstellt. Und das sind viele so Kleinigkeiten, die wirklich deutlich, deutlich besser geworden sind. Und man sagen muss, jetzt ist MSC wirklich auf absolut gleichem Niveau wie viele andere auch internationale Reedereien in diesem mittleren Massenmarkt und muss sich da überhaupt nicht mehr verstecken, was die Essensqualität angeht. Und das finde ich ein sehr, sehr großer Fortschritt und das ist eine Beobachtung, die, glaube ich, auch viele Hörer gemacht haben. Und bitte, bitte kommentieren Sie und beschimpfen Sie mich, wenn Ihre Erfahrung eine andere ist. Aber das ist so eine Beobachtung, die ich wirklich über die letzten Jahre gemacht habe als Entwicklung. Und jetzt auf der Fantasia hat sich das auch nochmal wieder bestätigt. Also ab jetzt bist du für viele wahrscheinlich nur noch der Risotto-Franz. Meinetwegen, also Risotto gehört zu meinen absoluten Lieblingsgerichten und wenn das, gerade in einem Restaurant, ist ja Risotto wirklich keine ganz einfache Angelegenheit, weil es normalerweise eigentlich lange Zeit braucht und von Hand gerührt werden sollte. Und das geht in dem Restaurant ja nicht, also muss man sich da mit ein paar Tricks behelfen. Und wenn in dem Restaurant Risotto wirklich gut ist, ja, da bin ich schon zu haben dafür. Wir haben ja schon letztes Mal über deine Landausflüge gesprochen. Lass uns das mal ein bisschen vertiefen. Wenn ich das letzte Mal so richtig verstanden habe, da war die Organisation so ein bisschen lala und die Ausflüge an sich eigentlich ganz okay. Ja, also wir haben das letzte Mal schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Deswegen das vielleicht einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Mein Eindruck war so ein bisschen, dass die Organisation der Ausflüge an Bord einfach etwas schwierig war. Manchmal auch ein bisschen chaotisch. Das kenne ich jetzt von anderen Reedereien als konsequenter organisiert. Kann vielleicht zum Teil auch am Publikum liegen, ja, wenn ich also da jetzt nie niemanden irgendwie diskriminieren, aber ich glaube, jeder weiß, dass ja gerade ein Italiener es vielleicht mit Terminen, mit Zeit nicht ganz so genau nimmt und vielleicht so den Treffpunkt im Theater um 17 Uhr vielleicht so eher als grobe Empfehlung versteht und einfach mal um 17.20 Uhr, 17.30 Uhr angedackelt kommt. Wohingegen natürlich umgekehrt, man kann es auch aus italienischer Sicht jetzt negativ Deutschen gegenüber sehen, der Deutsche steht 5 Minuten vor dem Treffpunkt da und klopft schon mit der Hand auf seine Uhr und sagt, wann geht's jetzt hier endlich los? Und wenn so zwei Dinge aufeinandertreffen, ist es natürlich eine besondere Herausforderung für eine Reederei, das zusammenzukriegen, weil der Deutsche sitzt dann im Bus und wartet eine Stunde, bis der letzte Italiener auftaucht. Der Italiener ist genervt von dem blöden Deutschen, der ihn ständig so unter Druck setzt. Das zusammenzukriegen ist zugegebenermaßen eine große Aufgabe, ist sicher eine der schwierigsten logistischen Aufgaben im Passagierbereich auf einem Kreuzfahrtschiff. Trotz allem sehe ich einfach, dass andere Reedereien das mit einer anderen Weise der Organisation besser in den Griff kriegen. Das ist mir tatsächlich ein bisschen negativ aufgefallen. Damit kann man leben, wenn man das mit viel Gelassenheit nimmt. Aber es gibt natürlich bessere Varianten. Also ich sage einfach mal, viele amerikanische Reedereien machen das so, dass sie sagen, Treffpunkt ist, bleiben wir bei dem Beispiel, 17 Uhr im Theater. Um 17 Uhr gibt man da meistens noch so 5 Minuten Puffer und dann hebt jemand ein Guide das Schild hoch, Ausflugsnummer 37, alle, die bei Ausflug 37 dabei sind, bitte hinterher, dann geht man gemeinsam zum Bus, steigt in den Bus ein und der Bus fährt ab. Und wer dann 20 Minuten zu spät kommt, ja, der steht halt dann im Theater und hat Pech gehabt. Und das ist jetzt aus unserer deutschen Sicht, die wir sagen, wir wollen bitte pünktlich wegkommen, natürlich die geschicktere Variante. Aber Franz, würde man sich da so ein bisschen wünschen. Man hat doch im Urlaub Zeit. Naja, im Prinzip schon. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn ich in irgendeinem Land bin, wo ich noch nie war und ich habe einen Ausflug, der dauert 4 Stunden und der kommt kurz vor Abfahrt des Schiffs wieder und ich fahre eine Stunde später ab, dann habe ich halt nur noch 3 Stunden. Und da denke ich mir dann schon, das ärgert mich. Finde ich nicht gut. Ne? Wenn ich 4 Stunden ja, man hat buche, ja auch mich auf 4 Stunden bezahlt. Einstelle, möchte ich auch irgendwie dann haben. Ne? So, also da glaube ich, kann man noch ein bisschen was verbessern. Da ist noch Luft nach oben.
Ich bin ja selber mit MSC noch nicht gereist. Ich kenne AIDA, ich kenne TUI Cruises. Wie muss ich mir das vorstellen? Also worauf lasse ich mich da ein, wenn ich MSC fahre? Ist das so eine Geschichte, dass ich dann einfach viele Italiener auf dem Schiff habe und wenig Deutsche? Oder ist das sehr gemischt? Oder sind da inzwischen mehr Deutsche als Italiener drauf? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, das kannst du so pauschal natürlich nicht sagen. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wo die Schiffe abfahren, ob gerade Schulferien in dem einen oder dem anderen Land sind. Natürlich ist MSC ist sehr, ich sage mal, mediterran geprägt. Natürlich ist Italien ist nach wie vor, soweit ich weiß, der größte Markt für MSC, aber Deutschland ist dann auch ganz, ganz knapp dahinter der zweitgrößte Markt. Also da ist bei MSC schon auch relativ viel Deutsche an Bord. Auch jetzt bei unserer Arabien-Kreuzfahrt war das der Fall. Gibt es ja auch diese Kooperation mit Etihad als Fluggesellschaft, wo auch Gruppenbuchungen auf den Flügen, also wo man auch das Paket zusammen Schiff und Flug buchen kann, wo also doch relativ viel Deutsche auch einfach mit an Bord sind. Aber du hast bei MSC und du hast natürlich, MSC hat sehr, sehr starke, sehr, 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 sehr viele Schiffe in Deutschland ja auch positioniert, gerade im Sommer, Nordland, ne, in Hamburg, in Warnemünde, in Kiel. Also das sind wirklich Abfahrten, wo auch überwiegend Deutsche dann an Bord sind bei diesen Reisen. Also kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Abfahrtsorte natürlich auch an. Das ist bei allen Reedereien irgendwo so. Aber du hast bei MSC eine Reederei, die sehr familienfreundlich ist und damit auch sehr, sehr viele Familien und Kinder an Bord sind. Also du kannst schon immer davon ausgehen, dass gerade jetzt, mein, über Weihnachten ohnehin, das waren Weihnachtsferien, dass da viele hundert Kinder an Bord sind. Und es auch nicht immer ganz so leise zugeht. MSC gehört jetzt auch nicht zu den Reedereien, die viel Wert drauf legt, die Kinder möglichst weit wegzusperren und ihnen den Schalldämpfer über den Kopf zu stülpen. Übertreiben wir die jetzt ein bisschen, macht keiner sonst auch nicht. Aber bei MSC findet das Thema Familienleben und Kinder sehr viel mehr in der Öffentlichkeit statt. Und Italiener sind dafür bekannt, dass sie sehr familienfreundlich sind und einfach dann auch toleranter gegenüber Kinderlärm, gegenüber tobenden Kindern. Da gibt es dann eben diese bösen Blicke, wenn das Kind nur ein kleines bisschen lauter redet, eben nicht, sondern da wird auch im Restaurant auch mal toleriert, dass ein Kind einfach mal am Boden spielt oder so im Restaurant. Also das hatten wir bei uns, war am Nebentisch, war übrigens eine chinesische Familie mit zwei kleinen Kindern, die, ja, also aus deutscher Warte würde ich jetzt mal sagen, die beiden waren unglaublich unerzogen. Die haben einfach gemacht, was sie lustig waren. Die haben sich auf den Boden gelegt, die haben ihre ganze Brigade an Kuscheltieren mitgebracht und am Boden ausgebreitet. Ich glaube, bei den meisten internationalen Reedereien würde dann irgendwann mal der Oberkellner kommen und den Eltern vorsichtig erklären, dass sie vielleicht etwas zurückhaltender und der arme Kellner, der nicht mehr durchkommt und sowas. Da ist das einfach akzeptiert. Da versucht der Kellner irgendwie zwischen den Kuscheltieren durchzusteigen, beugt sich nochmal kurz runter und spielt ein bisschen mit, wenn er gerade Zeit hat. Das ist also tatsächlich eine ganz andere Atmosphäre, die durchaus auch ihren eigenen Reiz hat, nur wenn ich sage, ich möchte eine ruhige, gediegene Kreuzfahrt haben und bitte keinen Kinderlärm, möglicherweise MSC nicht ganz die richtige Reederei. Jedenfalls in den Fahrgebieten, wo sehr viele Kinder unterwegs sind. Okay. Also wenn ich jetzt auf eine Transatlantikreise gehe, wenn ich von Barcelona nach Südamerika, da dürfte sich die Zahl der Kinder sich sehr, sehr in Grenzen halten. Aber wenn ich eine klassische Mittelmeerkreuzfahrt, Ferienzeitkreuzfahrt, auch in der Karibik, aber dann auch jetzt hier von Abu Dhabi oder Dubai aus, auch im Nordland zu Ferienzeiten, da muss man schon einfach davon ausgehen, dass es eine sehr, sehr, sehr familien-kindergeprägte Reise dann auch ist. Die Reisen von MSC sind ja recht günstig, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Kann ich da trotzdem ein bisschen Luxus erwarten oder sind die Kabinen halt, naja, sauber, aber okay? Ja, also von den Schiffen her ist MSC ebenbürtig zu allen großen Massenmarktreedereien. Also da ist jetzt kein wirklich großer Unterschied. Die Kabinen haben eine normale Größe, eine normale Ausstattung. Da ist jetzt nichts übermäßig Besonderes, also keine Ausreißer nach oben oder unten. Also da unterscheidet sich MSC nicht groß von vielen Reedereien, über die wir hier ständig sprechen. Das ist wirklich nicht der große Unterschied. Wenn du ein bisschen mehr Luxus haben willst, ja, MSC hat auf den großen Schiffen tatsächlich eine Besonderheit, das ist dieser MSC Yacht Club. So ähnlich gibt es ja bei Norwegian Cruise Line mit The Haven. Das sind
so abgesperrte, abgegrenzte Bereiche, also Schiff im Schiff nennt sich das immer, ein bisschen komisch, weil es natürlich kein Schiff, das da im Schiff rumschwimmt, sondern es ist einfach, es sind zwei oder drei Decks etwas separat gehalten, wo man nur mit der bestimmten Zugangskarte reinkommt. Eben ein spezieller Suitenbereich, wo es größere Kabinen und Suiten gibt, wo es Butler gibt, wo es eine eigene Aussichtslounge gibt, wo es eine Bar gibt, wo dann auch die Getränke im Reisepreis inklusive sind, ein eigenes Sonnendeck mit einem kleinen Pool und Whirlpool, auch nochmal eine Bar da oben im Außenbereich, sehr, sehr schön. Also das ist so eine Spezialität, die MSC auf den großen Schiffen, auf seinen großen Schiffen hat, dieser MSC Yacht Club, der aber dann auch, ob er da von den Preisen her relativ erschwinglich ist. Also das muss man sich einfach genauer mal angucken, auch im Katalog. Kabinen, gerade auch jetzt so, ich sag's mal, das, was dort die kleinste Suite ist, würde man im normalen Bereich eigentlich eher Balkonkabine mit begehbarem Schrank nennen. Das ist jetzt keine Suite im eigentlichen Sinne. Aber es ist eine relativ großzügige Kabine, gerade durch diesen begehbaren Kleiderschrank mit viel Platz. Und man hat eben Zugang zu dem gesamten Yacht Club Bereich. Eigenes Restaurant, Spezialitätenrestaurant, habe ich noch vergessen, was mit dazugehört, wo nur die Yachtclub-Kunden essen dürfen. Also das ist schon ein ziemlich hohes Niveau an Luxus, gerade auch wenn ich meinen Butler habe, was man dort für vergleichsweise kleine Preise, also das kriege ich natürlich jetzt nicht für 399 Euro inklusive Flug, sondern da zahle ich dann schon mal 1500, 1800, 2000, 2500 Euro die Woche. Aber wenn man das die Qualität und das, was man dafür bekommt, vergleicht mit einer, weiß ich nicht, Junior Suite oder Grand Suite bei Royal Caribbean oder sowas, dann ist man preislich auf einem etwa ähnlichen Niveau, hat in dem Yachtclub aber schon ganz ordentliche Leistungen noch mit dazu. Also das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich bei MSC. Wenn ich als Deutscher auf dem Schiff bin, wie weit komme ich da mit Deutsch bei den Angestellten dort? Oder muss man da zwingend Englisch sprechen können? Also Englisch ist kein Fehler, wenn man Italienisch kann, kommt man auch sehr weit, aber es gibt natürlich deutschsprachige Betreuung und MSC gibt sich da tatsächlich inzwischen auch sehr, sehr viel Mühe oder eigentlich hat es schon immer gemacht, aber es ist mir diesmal auch aufgefallen, dass durchaus auch bei den Kellnern im Restaurant einige dabei sind, die notdürftig Deutsch können, also natürlich sind das meistens Asiaten, die dort bedienen, die sich aber sehr viel Mühe geben, dann auch Deutsch zu sprechen. Es gibt natürlich deutsche Speisekarten, also all das, was es immer gibt, ein Standard deutsches Tagesprogramm und solche Dinge. Auch das deutsche Tagesprogramm ist durchaus gut übersetzt, also darauf kann man sich anders als bei vielen amerikanischen Reedereien tatsächlich verlassen. Die Qualität des deutschen Tagesprogramms ist deutlich besser, als das bei vielen amerikanischen Reedereien der Fall ist. Ja, und natürlich gibt es an der Rezeption Leute, die Deutsch sprechen. Also man kommt mit Deutsch schon ganz gut zurecht, aber ein bisschen Englisch schadet natürlich nicht, weil es ist nun mal eine internationale Reederei, damit muss man einfach leben. Aber es werden auch Durchsagen immer auf Deutsch gemacht. Also man kommt auf Deutsch schon ganz gut klar eigentlich. Zur Not auch ganz ohne Englisch, wenn es sein muss. Okay. Die Reederei ist ja recht günstig oder sagen wir mal preiswert. Die müssen aber trotzdem ihr Geld verdienen, weil die Betriebskosten sind für alle Reedereien gleich. Die Angestellten müssen auch bezahlt werden. Das Öl ist jetzt auch nicht umsonst für den Betrieb. Hat man da das Problem, dass man zwar günstig das Ticket bekommt sozusagen, aber dann an Bord ständig hier noch bezahlen muss und dort noch bezahlen muss und die Ausflüge sind teurer als bei anderen Reedereien oder wie ist das da gestaltet? Eigentlich gar nicht. Also das hält sich alles im vergleichbaren Rahmen. Ganz im Gegenteil, bei Getränken ist mir sogar aufgefallen, dass die teilweise relativ günstig sind. Also das sind sehr, sehr faire Preise. Amerikanische Reedereien sind zum Teil deutlich teurer, gerade zum Beispiel Cocktails. Ne, da kriege ich bei MSC durchaus auch mal für 7 Euro einen sehr, 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 sehr brauchbaren Cocktail. Wir haben es auch mal ausprobiert. Das ist wirklich gut. Da ist jetzt auch nicht so, dass wir viel an Alkohol sparen würden oder sowas. Also da kriege ich schon oft auch mal für 7 Euro einen Cocktail, wo ich vielleicht bei einer amerikanischen Reederei 12, 13 Dollar bezahle. Insofern, nein, eigentlich nicht. Also das ist nicht so, dass ich dann einen günstigen Grundpreis habe und dann an Bord bei jeder Gelegenheit abgezockt werde, sondern das ist wirklich alles im fairen Rahmen. Insofern, nee, also das passt. Das ist wirklich, wie du sagst, preiswert. Ich würde sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Gut. Mal vielleicht, weil du sagst, MSC gehört zu den günstigeren Reedereien, ist, glaube ich, eine Sache, die man immer bei dem Thema anmerken muss. Wenn man Anzeigen, wenn man Werbung sieht, 399 Euro inklusive Flug, 7 Tage, Kreuzfahrt. Natürlich verkauft MSC nicht sämtliche Kabinen an Bord zu diesem Preis, sondern natürlich sind das oft einfach
kurzfristige Angebote mit einem kleinen Kontingent, um mit günstigen Preisen auf sich aufmerksam zu machen. Das machen andere Reedereien zunehmend auch. Insofern darf man sich da immer nicht zu sehr blenden lassen von solchen ultra günstigen Schnäppchenpreisen, die man irgendwo in Anzeigen sieht, sondern da sollte man nicht schon genau auf die Preise gucken, die man dann tatsächlich zahlt für die Reise, die man selber haben möchte und dann vielleicht eben doch in der Balkonkabine, nicht in der Innenkabine, je nach Anspruch. Insofern, ja, man glaube ich beim MSC immer davon reden, dass sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sie sind nicht zwingend billig. Ne? Gut, dann sind wir am Ende unseres kleinen Podcasts für heute. Franz, wenn ich nichts vergessen habe zu fragen, du schüttelst mit dem Kopf oder nickst mit dem Kopf, um mir das zu signalisieren? Nee, alles gut. Das Einzige, was man vielleicht noch anmerken kann, aber das geht sehr, sehr parallel zu dem, was ich am Anfang zum Thema Essen gesagt habe, ist, dass tatsächlich auch das Service, die Freundlichkeit der Crew in ähnlicher Weise zugenommen hat über die Zeit. Also da stelle ich fest, dass einfach sehr viel mehr, eine bessere Ausbildung da ist, eine höhere Selbstsicherheit bei den Crewmitgliedern da ist. Ich habe früher, also vor vielen Jahren, noch MSC-Crewmitglieder oftmals so ein bisschen ängstlich, verschüchtert erlebt, die heute einfach wirklich selbstsicher, fröhlich, freundlich auftreten, sehr, sehr hilfsbereit sind. Auch da hat sich sehr viel zum Positiven getan. Das vielleicht noch so schnell angemerkt, das geht ganz parallel zur Qualität des Essens. Also einfach insgesamt da eine sehr positive Entwicklung in der Richtung. Schön. Gut, das war's jetzt für heute. Jetzt nicke ich mit dem Kopf und sage ja. Jetzt schüttelt er mit dem Kopf. Ein Nicken mit dem Kopf. Das war's für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön, Franz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Servus.